Also können wir mal anfangen mit gerade mal 35 Minuten Verspätung. Voll gut. Wir haben doch schon angefangen. Grüße aus Paderborn, schreibt da einer. Ich wusste es. Vielleicht kommt einer Grüße aus Usbekistan. Tadschikistan. Das ist nicht möglich, Usbekistan. Da geht nichts raus und nichts rein. Du verwechselst das mit Nordkorea. Oh, wieder dann. Übrigens, Jamie, bei der einen Party war ja Sabine auf einmal da, gell? Da hab ich auch ziemlich blöd geguckt. Wäre ich die rüberkommen, oder was? Ja, ja, ich hab dir halt so, wie immer, ich schreibe ja immer allen Leuten Höflichkeitshalber, obwohl ich genau weiß, dass sie eh nicht kommen. Ja. Und auf einmal, ich stehe so oben, weil Linda noch auf dem Klo war, hab gewartet, auf einmal klingelt so, gell? Ich gehe so an das Ding ran, auf einmal so, ah, Sabina, ist der Heiko da? Gell? So wie vorhin, wie früher, wenn man so ein kleines Kind war, so, oh, ist der oder da? Ich so, ja. Ich dachte so, what the fuck, was geht jetzt? Nein! 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 Wer ist denn das? Crazy. Ich liebe das. Okay, wenn Crazy nämlich noch auf Englisch spielt, dann ist das nicht schlimm, dann kann man nämlich kicken. So. User joined your channel. Machen wir jetzt schon wieder Rehearsed. Jo, Crazy ist out of sync. Die Konsequenz. Ja, ja, nee, komm mal hier, bin da. Und kommt drauf an, ob wenn Crazy auf. Crazy spielst du auf Englisch. Ja. Ja, dann bist du jetzt raus. Du bist nämlich out of sync. Nicht auf Englisch spielen. Ja, ich hab im Spiel erst die Regeln gelesen. Ja, okay. Ja. Gut, dann machen wir. Channel switched. So, Crazy ist mal gekickt. Auch nicht schlimm. Entbehrlich. Ablehnen. Ja, nee, ich meine, wir haben tausendmal erzählt, dass man nicht auf Englisch spielen soll. Vor allem Leute, die das Spiel auf Englisch spielen, sind mir eh suspekt. Warum sollte man das tun? Außer man ist Parker und selbst der spielt auf Deutsch. Ja, ich bin arm dran. Dieses Deutsch ist eine seltsame Sprache. Gruß aus den Kanarischen Inseln. Okay, Leute, jetzt übertreibt das mal. Also Gruß aus dem Schluchtenscheißer. Moment mal, ich muss. Moment mal, ich habe keine Diplomaten übrig. Was ist das? Ich weiß sowieso nicht, was hier gerade eben abgeht. Sachsen wird durch mein Land, das machen wir nicht. Ewe, machen wir auch nicht. Auch Geld. Wie macht man ein bisschen Geld, Leute? Kapitalismus. Scheiße. Da war ja was. Da war ja was. Das ist ja blöd. Ich weiß jetzt wieder, was mein Problem war. Ich habe zwei Probleme. Erste Problem ist, ich bin protestantisch und österreichisch Verteidiger des Glaubens. Bedeutet, ich kann nichts angreifen, um mit Österreich in den Krieg zu kommen, was sinnlos wäre, weil ich da direkt hops gehe. Ja, stimmt. Zweitens, es gibt da oben so eine Handelsliga, die besteht aus quasi allem, was da oben steht. Und wenn ich eins von denen angreife, dann greife ich alle auf einmal an und das will ich nicht. Andere Problem ist, das Ding wird nicht gespielt, so wie es ausschaut. Lübeck, oder? EU4 wird immer auf Englisch gespielt. Nein, EU4 wird nicht auf Englisch gespielt, weil wenn einer auf Englisch spielt, dann gehen die Dinger out of sync. So, ich habe keinen Bock mit KI verbündet zu sein, ist mir ein bisschen zu riskant. In Ruhe endet mit Sachsen. Wobei Sachsen wird jetzt wahrscheinlich eh gefressen. Wobei Sachsen halt eins der wenigen Länder ist, das ich angreifen kann. Weil es halt protestantisch ist. Jo. So. Halt Einkommen ist unterirdisch. Schön. Plus 16. Was ist los? Was? Oh, nein, ich spiele nicht alle auf Englisch, spielen alle auf Deutsch. Wie erwähnt, Menschen, die ein Spiel auf Englisch spielen, sind mir suspekt. Also nein, man kann es tun, definitiv, aber so, ich weiß nicht. Ich setze die Leute dann irgendwie gleich wie mit, kennt ihr Lisa von Jodel? Alter, nein, Jamie, ich habe eine Lisa von Jodel kennengelernt. Lisa von Jodel? Also eigentlich eine Sarah, aber du kennst doch, natürlich fliegt Holland wieder raus. Du kennst doch Jodel, oder? Ja, klar. Da gibt es ja immer diesen Insider mit Lisa. Ja. Also eine, die in Australien war und in jedem zweiten Satz sagen muss, dass sie in Australien war, die jetzt auf Teufel komm raus nur noch englische Bücher liest, englische Filme anguckt und immer Englisch redet, wenn es drauf ankommt, ja.
Mich, ich schreibe mit so einer, die auch selber studiert wie ich, in derselben Schule, in derselben Klasse. Ja. Und, oh Gott, minderwertige Eisen. Ja, auf jeden Fall, und die war auch in Australien. Und die pauschelt einfach gefühlt jeden zweiten Tag noch Bilder drüber, obwohl sie eigentlich schon längst zurück ist. Alter. Ich hasse Leute, es geht allen so auf den Sack. Ja, echt so, gell, weil ich schreibe mit der so ewig lang, irgendwann mal, hab ich gedacht, komm, schick statt eine Freundschaftsanfrage, sie nimmt halt an, ich guck mir so die Bilder an, denk mir, nee. Nee! Ja. So, ich kann eigentlich nichts tun, außer existieren und mein Land nicht zugrunde gehen lassen. An zweitem Scheißsatz. Ja, ich hatte echt so, ich müsste hier eigentlich mal meine Siegprovinzen erobern, die ich jetzt nicht nennen werde, aber... Es ist halt unmöglich, weil ich niemanden angreifen kann, ohne den Weltkrieg auszulösen. Ja, okay. Was studierst du? Wirtschaftsinformatik. Ui. Hey, hast du das nicht auch in diesem ersten Dinger da gemacht, im Seminarkurs? Ja, genau, das ist voll gut. Ich kann durch einen Kurs durchfallen, obwohl ich es eigentlich gar nicht dürfte. Ja, genau. Du hast die Punkte übertragen, oder? Genau. Voll gut. Weil ich muss mein Zeug ja in Regelstudienzeit durchbringen, weil ich es ja dual mache. Also ich habe da jetzt nicht den Luxus von anderen Leuten. Ja. Moment mal, was tue ich hier? Wie gesagt, wenn mir nicht schon wieder dasselbe passiert wie letztes Mal. Wo ist nochmal Religion? Ja. Oh Gott, ich versuche eine Provinz zu missionieren, die religiösen Eifer hat. Kleiner Tipp an alle, macht es nicht, es bringt nichts, kostet nur Geld. Und gibt Unruhe. Ja. Ich studiere in Stuttgart. Königsberg kaufen von einem KI-Spieler, wird schwierig. Ich bezweifle auch, dass Polen in irgendeiner Art und Weise das Interesse hat, dass ich zu Preußen werde. Niemand hat Interesse daran, dass Brandenburg zu Preußen wird, außer ich. Wobei ich festgestellt habe, es gibt eine coole Funktion, und zwar ist das folgende. Moment, wo ist denn die nochmal? Kriegsandrohung, genau. Ah, verdammt, ich habe keinen Anspruch. Ah, doch, ich müsste einen Anspruch. Genau, ich hole mir einen Anspruch auf König, auf Danzig oder auf polnisch Gdansk. Ich kann doch nur Ausmächte machen oder nicht. Moment. Nee. Jeder kann ihn. Jeder. Und dann kann ich nämlich hingehen und sagen Danzig oder Krieg. Das wollte ich ja sowieso schon lange mal machen. Großmächte können in Kriege intervenieren. Das, warum kann ich nicht? Kann mir das mal jemand hier Asien erklären? Sag mal, Mogul, noch nie vorher gespielt. Mogulreich? Wie bitte, was? Hast du ein Interesse daran, dein Bündnis mit Bengalen aufzulösen? Eigentlich nicht, ne? Schade. Komm, geh mal ein bisschen auf. Ah. Aktionsreduktion, das ist nie ein Fehler. Macht Ming bei jedem Krieg mit, wenn ich jemanden den Krieg erkläre? Ja, das ist bei euch da drüben ziemlich merkwürdig. Pläne ist immer gut. Ah, ich krieg Rebellen, ich verliere Kirchenmacht, Loyalität, Steuereinnahmen. Ach Gott, jetzt muss ich auch noch meine Armee wieder aufbauen. Prägnant. Ich hab einen 2-Sterne-General, der mir nichts bringt. Ist das nicht schön? Mei, ich habe auch einen 2-Sterne-General, der heißt Ahmad Hindustani. Ist natürlich das auch witzig. Wann geht das aus Ion weiter? Stimmt denn mit diesen Eingeborenen, die hier fangen Beef mit mir an, kriegen aber direkt auf den Sack? Du kannst natürlich auch hier ausdrücken. Ich brauche noch Ersatzspieler, ich weiß es nicht. Auf welchem PC kann man EU4 flüssig spielen? Du kannst wahrscheinlich sogar auf einer Kartoffel EU4 flüssig spielen. Intel Core i7. Also man braucht wirklich, also ich habe einen Laptop, der ist nicht zum Zocken da, der ist nur für Office gedacht. Und selbst mit dem kann ich problemlos, also wirklich absolut problemlos EU4 spielen.
So, meine Inflation bleibt jetzt unendlich lange auf. Ah nein, ich hab vergessen. Oh Gott, ich Idiot. Disziplin für Söldner, das brauche ich gar nicht, fällt mir gerade eben auf. Was sind wir bei Zeitalter der Reform? Für einen Boni? Oder kann das überhaupt schon jemand? Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich mich gut, weil ich bin jetzt umgeben von lauter Religionen, die nicht meine sind und ich kann jetzt mehr fordern, wenn ich gegen jemanden kämpfe, der ich halt verliere Kirchenmacht. Ich will keine Kirchenmacht verlieren, wobei wie viel Kirchenmacht habe ich? Wenn die bei 0 liegt, dann ist ja egal. Ne, ich habe 87, ich brauche Unruhe lokal, ja. Könnt ihr den Chat eigentlich lesen? Wenn ihr noch mitspielen, also wenn ihr jemanden fragen wollt, ob ihr mitspielen könnt oder so, dann müsst ihr Yannick oder Nils fragen, die kümmern sich da um alles. Bin da raus. War direkt die beste Entscheidung des Monats. Zumindest. Und Jamie, was hast du die letzten Wochen so gemacht, außer dass mit Jochen und so unterwegs warst? Ich habe ja geschafft einigermaßen. Und sonst eigentlich nichts großartig. Halt auf der Wohnungssuche bin ich. Aber sonst nichts. Keine Warte Ahnung. Mal, wohin war ziehst du dann jetzt so, nochmal? Langweilig. Welche Ach? Stadt studierst du jetzt nochmal? Konstanz. Ach, kannst ja Yannick besuchen. Ja, und Konstanz. Ja, ja. Ah, nice, nicht schlecht. Der hat schon eine Wohnung. Also, Konstanz ist halt auch nicht ganz billig. Dafür kannst du halt in die Schweiz rüber pinkeln, wenn du willst. Das ist halt ein Vorteil. Ja, vielleicht gehe ich auch nach Kreuzlingen. Das ist ja der Schweizer Teil von Konstanz. Wer spielt Lübeck? Momentan niemand, aber ich hätte gedacht, dass wir einen Lübeck-Spieler haben. Kann man Yannick anschreiben? Ich weiß es nicht, müsste gehen. Notfalls Nils kann man immer anschreiben. Und wenn man das Tempo, also wenn man Stufe 3 nicht halten kann, dann sollte man auf Hi. Bitte nicht mitspielen. Hola. Wer ist da mal Malaysia-Spieler? Ich bin das. Dann komm an Diplo 1. Okay. User left your channel. Ja gut, ich muss kurz raus. Ja, ja. User left your channel. Japan? Ja? Wenn du irgendwann nach Ming angreifen solltest? Ja, wird noch ein bisschen dauern, aber ja. Kimmer ist dabei. Ja, gut. Warte mal, was? Wen wollt ihr angreifen? Ming. Oh, viel Spaß dabei. Wenn wir Malaysia mit ins Boot holen können und vielleicht noch Yaumpo und Barata, dann. Meine Armee ist echt komisch. Ich brauche bedeutend mehr Infanterie. Aber eigentlich habe ich gar kein Geld, um meine Armee aufzurichten, aber ich soll es irgendwann mal tun. Ich habe 99 Kirchenmacht. Was ist besser, Disziplin oder Armee? Moral. Disziplin. Aber Moral kriege ich 5% und Disziplin 2,5%. Aber Disziplin ist super. Okay. Was sagt ihr? Wo kannst du das einstellen? Ich nehme jetzt mal Disziplin. Ich bin doch protestantisch. Dann kann ich ja meine Kirchenmacht einsetzen, um so ein paar... zu kriegen. Also als Rolf aus Roleplay-Sicht solltest du auf jeden Fall Disziplin nehmen. Okay, Mecklenburg hat mich beleidigt. So. Krieg. Krieg erklären. Ah, scheiße, ist ja immer noch Österreich dabei. User joined your channel. Da-da-da. Hä? Ah, doch, Lübeck wurde gespielt. Jetzt wird Lübeck nicht mehr gespielt. Okay. Auch rausgeflogen? Ja. Was ist denn heute los? Keine Ahnung. Heiko, hast du schon wieder das Internet gehackt? Natürlich. Wisst ihr, was traurig ist? Da, wo ich hinziehe, habe ich nur 150.000er Leitung. Bringt mir aber nichts, weil ich nur noch weniger als ein Viertel dann vom Upload habe. Warum das? Ja, weil Unity Media, was Upload betrifft, halt scheiße ist. Die werben damit, dass sie kostengünstig ultraschnelles Internet haben. Aber kein Upload. Aber der Upload ist halt beschissen.
Ja, okay. Ist zwar kein Stress, weil ich gewohnt, also ich hatte ja ewig lang scheiß Internet. Bedeutet, ich kann die Videos auch so hochladen. Problem sind nur Livestreams. Ja. Muss mir eine neue Grafikkarte zulegen, dass ich die Videos besser komprimieren kann. Dass weniger Upload reicht fürs selbe Ergebnis, aber das ist halt auch stressig. Gibt's halt weniger Livestreams. Hab wahrscheinlich eh weniger Zeit. Alter, ich habe aber jetzt schon keine Lust auf mein Studio, weißt du? Also ich. Weißt du, es fängt direkt mit dem langweiligsten Thema an. Finanzbuchhaltung. Ja, geil. Ist ja nicht so, als ob ich das schon 2 Jahre meines Lebens mehr als genügend durchgekaut habe. Ja, okay. Aber was willst du machen? Ja. Zumindest ein guter Start, weißt du? Eben. Angst vor Krypto-Christen. Müssen vor Gericht gestellt werden. Das ist schön. Wo sind eigentlich die Karten für hier, die Dinger, die da aufploppen, wo die Technologie bringen an Institutionen hier, ich hab's gefunden. Angebot und Nachfrage, das ist VWL. Beziehungsweise. Ja, ja, das war. Ja, ja, warte, das ist Makro und Mikroökonomie, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja. Unterschied ist ja sowieso nur. Eine sieht aus wie BWL, ist aber VWL und das andere ist offensichtlich VWL. Egal, auf jeden Fall. Ja, ich war ja 3 Jahre auf dem Wirtschaftsgymnasium. Das bedeutet, ich habe halt die komplette, also den kompletten Wirtschaftsteil von meinem Studium zumindest mal angeschnitten. Und gerade VWL, da war ich halt immer ultra gut. Das bedeutet, kein Stress für mich. Das einzig Interessante wird halt der Informatikteil. Wobei ich da schon keinen Bock habe auf Datenschutzrecht. Ich glaube, da werde ich einfach immer schlafen. Oder YouTube-Videos aufnehmen. Stimmt. Ich dich dann anschreibe im Hörsaal und es dann heißt, hey Heiko, Bruce? Ja. Ja, lass mal machen. Und dann sprüllst du plötzlich so, nein, meine Luftwaffe. Und dann gucke ich ja Lehrer an. Okay. Oh, wäre das schlimm, wenn ich gleich 20 Minuten AFK bin? Welches Land bist du nochmal? Jaunpur. Nein. Gut. Also, dann bitte ich auch wirklich das Mogulreich und Parata, mich nicht anzugreifen, weil das wäre nichts geplant. Welches Land bist du? In Chromio sagt er nicht geplant, dich anzugreifen. Ah, alles klar, gut. Japan verspricht nichts. Dann stelle ich jetzt mal meine 28.000 Mann nach Delhi ein. Meine erste Armee, wo ist die zweite Armee? Ach, da, okay. Ein weiterer Ungläubiger. Ich entwickle mal die Uckermark. Das gefällt mir. Mann, der Schwabe, mir kommt gerade voll raus. Ich könnte die Institution schon längst fördern, aber... Würde so viel Geld kosten. Oh Mann, ich habe gerade so eine starke Armee. Ich krieg gerade lauter gute Events auf Moral, Disziplin und alles. Aber ich kann keinem den Krieg erklären, weil... Ja. Ja, gut. Soll ich sonst einen Weltkrieg auslösen, weil ich militärtechnisch... Oh, ich hink ja nicht mehr hinterher. Voll gut. Ich bin da 40% der Zeit voraus, lol. Aber es hat schneller, als man denkt. Ich habe gerade sogar ein recht stabiles Einkommen. Barata übertreibt mal wieder, technologiemäßig. Ach was. Ich bin nur die fortschrittlichste Nation in Asien. Ja, aber hier im Mogulreich, ne? Da muss noch dran gearbeitet werden, ne? Also. Wenn ich Militärtech sehen, habe ich. Das habe ich, glaube ich, ja, habe ich auch. Krieg mit Sachsen. Ja, Krieg mit Sachsen ist aber nicht so leicht, weil. Ich keinen Kriegsgrund habe. Ah ja, und die sind wahrscheinlich ein Vasall von Bayern, wenn ich das so richtig sehe. Ja, natürlich. Ich habe einen Thron von. Ich glaube, ich muss in diesem Projekt relativ zeitnah irgendwann mal Johannes angreifen.
Dann geht's los, ist los. Das Problem ist, Johannes kann halt im Reich tun und lassen, was er will, weil er hat ja keine Nachbarn, die bei ihm einfallen könnten. Wow. Oh. Hm. Bin ich jetzt ein Kalifat? Parker, hast du eigentlich das Bild gesehen, was ich dir geschickt habe? Wo? In Steam. Noch nicht, nein, warte. Probieren wir immer. So. Es könnte mich beleidigen, aber tut es nicht. Ich habe keine starke, also ich habe meine Armee ist halt relativ gebufft gerade eben. Und ich habe noch einen 2-Sterne-General und so weiter und so fort. Also meine Armee an sich ist relativ cool. Aber sie ist halt erstmal schwach, weil ich sehr, sehr wenig Truppen habe. Und B, kann ich halt wirklich nirgendwo einmarschieren, ohne dass ich dann gleich gegen 20 Nationen kämpfe. Wo ist denn das? Ich meine, ich wollte Bayern angreifen, aber es hat ja... ich wollte Sachsen angreifen, aber das hat ja Bayern erstmal kurz zum Vasall gemacht. Damit hier der kann Hamburg nicht angreifen, weil ich dann mit Österreich im Krieg bin. Ach stimmt. Okay, ich kann niemanden angreifen, weil ich dann immer sofort mit Österreich im Krieg bin. Ich muss mal mit Österreich reden. Wo ist denn Österreich? Dann hab halt Frieden. Ja. Gegen die Reformation, oh Gott. Oh. Ich glaube, ich muss ihn jetzt nicht mehr fragen, ob er Teil ihres Glaubens vielleicht ablegen will. Ach komm, ich muss eigentlich noch gar nicht fördern. Einfach mal Berater eine Großmache ist in Österreich nicht. Ja, Tatsache. Mann, ich muss halt was machen. Wahrscheinlich groß macht, wenn die Institutionen gefördert haben. Wahrscheinlich. Problem ist, ich müsste unbedingt mal irgendwas angreifen. Ich bin Brandenburg. Ich werde halt nur stark, wenn ich Krieg führe. Aber darfst du Protestanten angreifen? Ja, aber es gibt keine Protestanten. Ja doch, dann könntest du Oldenburg angreifen. Der Lübecker hat seinen Handelsgedöns da verloren. Oldenburger? Handelshandel, wie das Ding immer heißt. Dann hast du halt die drei Verbündeten, aber ich glaube, das ist nicht so schwer. Problem ist, ich habe zu Oldenburg, ich kann die nicht annektieren. Hat auch keinen Kriegsgrund. Oh, doch, kann ich. Ich probiere es mal, danke für den Tipp. Ich bin mal kurz weg, Heiko, ne? Jo, bis gleich. Gute ist nämlich, wenn ich gleich 400 Militärding habe, dann habe ich Offensivideen durch. Was natürlich auch noch ganz gut ist. Ja, super. Quatsch mich die Station 175. Ach komm. Wobei, ich habe Zeit. Warum sollte ich das jetzt machen? Oh nein. Sand. Beanspruchen hier Sachen von mir. Kriegen direkt auf den Sack. Hätte meine Armee als Condotieri anbieten können. Dann kann ich Diplo-Punkte doch noch ganz gut gebrauchen. Also eigentlich brauche ich die Diplo-Punkte sogar recht dringend. Okay, das war jetzt immer noch dumm. Aber ich will jetzt... Muss sein. Bei dem Glauben weniger Ideen kosten. Ja, okay, das ist natürlich nicht schlecht. So. Oh, ich mach zum ersten Mal in meinem Leben ordentlich Geld. Also zumindest zum ersten Mal seit dem Stream hier. Marius, können wir kurz in den anderen Channel gehen? Welchen?
ein drunter oder so, Diplomatie 1. Okay. User left your channel. User left your channel. Ich habe übrigens einen Händler, der nichts tut, fällt mir gerade eben auf. Russland, nein! Was ist los? Russland hat sich gegründet. Sollen Polen beleidigen, aber ich will nicht, dass ich Polen beleidige. Wobei, da sind sie automatisch mit Ding im Krieg. Aber ich bin halt nicht bereit für einen Krieg. Moment, Meinung. Die haben eh eine schlechte Meinung von mir, oder? Ende Heinrich Rottenburg. So. Was? Köln hat Lübeck den Krieg erklärt.